willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Halbfinalspiel zwischen den Fischer Penguins und den Löwen aus Frankfurt. Endstand 4:0. Die Fischer Penguins führen somit in der Serie mit 1:0. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter aus Frankfurt sowie auch aus Bremerhaven. Natürlich alle Zuschauer zu Hause bei Sway TV. Und die beiden Head Coaches zu meiner Rechten, Mike Stewart, Trainer der Fischer Penguins, und zu meiner Linken, Tim Kehler, der Head Coach der Löwen aus Frankfurt. Herr Kehler, Ihnen gebührt das erste Wort. No trouble keeping it short. I thought we were outplayed in every area tonight. Out executed, out competed, just outworked over the ice. So, and then on top of that, I thought we struggled with our discipline. We got sucked into a few plays that we need to be smarter in. And I think Bremerhaven showed why they're the defending champs. I thought they were excellent tonight. And we're going to need to respond with a good effort on Saturday if we're going to make this a series. Thank you. Gibt es Fragen an Herrn Kehler? Das ist nicht der Fall. Mike, dann auch von dir bitte ein kurzes Statement. Glückwunsch zum Sieg natürlich erstmal. Und jetzt dazu auch ein paar Worte an die Presse. Dankeschön, guten Abend. Tim hat es schon gesagt. Ich glaube, gleich am Anfang, wir haben gesehen, dass beide Mannschaften wollten rauskommen und aggressiv spielen. Special Teams hat eine große Rolle heute gespielt und das haben wir unsere Ausführungen, diese zwei Bereiche waren sehr, sehr stark. Ich glaube, es ist eine Partie, wir haben sehr gut gespielt. Wir erwarten eine sehr schwierige Partie in Frankfurt übermorgen. Wir können das heute genießen und dann morgen fahren wir nach Frankfurt und es geht weiter. Weil es war nicht leicht, ich glaube. Frankfurt hat hart gespielt und man hat gesehen, dass beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Es gehört dazu im Semifinale. Aber letztendlich, wir haben Tore geschossen zum richtigen Zeitpunkt. Tore geschossen ist schon das Stichwort, zwei Powerplay-Tore, wo du vorher nicht ganz zufrieden warst beim Powerplay. Heute zufrieden? Ja, Ausführung. Wir haben ein paar Situationen gut ausgenutzt. Frankfurt ist sehr stark im Penalty Killing und wir wollten unbedingt so viele Schüsse wie möglich aufs Tor zu bringen und es ist uns gut gelungen heute. Vorbericht hatten wir ja kurz darüber gesprochen, dass es wird Momentum Swings geben in dem Spiel. War heute auch so zwei, drei Mal. Ich meine, sag mal, dieses 3:5 Unterzahlen, wo Müller praktisch alleine killt oder sowas. Ja. War das euer Vorteil, dass ihr die überstanden habt? Ja, absolut. Und letztendlich, wir haben ein bisschen Glück gehabt bei unserem ersten Tor. Und das hat uns den Push gegeben, den Schubser gegeben. Gut gestanden, 5 gegen 3, sehr gut verteidigt. Frankfurt vor allem im zweiten Drittel, glaube ich, ist bis nur 1:0, vielleicht 2:0 gestanden. Aber die hatten eine Phase von, glaube ich, 4 Minuten, wo sie nur in unserem Drittel gespielt haben. Aber letztendlich, Meißner hat ein paar gute Saves gemacht und wir haben den Slot eigentlich gut abgeräumt und gut gestanden. Und wenn man denkt, mit einem Gegentor, es kann die ganze Partie kippen, wir waren konsequent heute in unserem Drift. Weitere Fragen gibt es keine, dann bedanken sich die Fischer Penguins bei 4.422 Zuschauern. Die Eisarena Bremerhaven war ausverkauft. Lars, für dich, ich habe tatsächlich gerade einen Hauch von Internet, kommt ja nicht so häufig vor uns im Bunker. Inoffizielles Endergebnis Bietigheim gegen Landshut 5:2. Am Ostersamstag geht es weiter mit Spiel 2 in Frankfurt. Wir sehen uns wieder am Ostermontag um 17 Uhr hier in der Eisarena Bremerhaven zum dritten Playoff-Halbfinalspiel. Bis dahin ein angenehmes und frohes Osterfest mit der Innung Ihrer Mannschaft. Safe to come in Heimfahrt. Und genießt das Osterfest mit euren Familien und dann sehen wir uns am Ostermontag hier wieder. Bis dann, habt euch wohl und ciao. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.